Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wundert euch nicht, wenn ich heute nicht so voller Alarm bin. Irgendwie geht es mir überhaupt nicht gut. Ich habe irgendeine Magen-Darm-Geschichte, keine Ahnung. Und totale Kopfschmerzen den ganzen Tag schon. Also, ja, ich werde aber jetzt trotzdem natürlich das Video für euch abdrehen von meinen Adventskalendern. Und ich erzähle auch nicht viel. Ich fange direkt an mit dem IKEA-Adventskalender. Seid mir auch nicht böse. Ich werde die Schokolade heute nicht probieren. Ja, ich kann einfach nicht irgendwas zu mir nehmen gerade. So, die 5 ist hier oben. Und heute ist wieder kein Bild drin. Das heißt, ich mache die App auch gar nicht auf. Weil's und die 5 ist leer, hä? Ach, was erzähle ich denn da? Wir haben heute die 8. Seht ihr mal, ich bin fix und alle heute. Wir haben die 8. Und da ist ein Bild drin. Da mache ich die App natürlich auch an. Oh mein Gott, bei der 5, ja, nee, ist klar. So, ja, dann seht ihr wenigstens, dass es mir wirklich nicht gut geht. Los geht's. Ich hoffe, es funktioniert gleich. Ja, seht ihr das? Da dampft eine Kaffeetasse. Ja, ich bin echt enttäuscht von diesem Adventskalender dieses Jahr, weil, ja, klar, die Schokolade und diese Karten und die Schokolade sind diese 3 € schon wert. Aber das Highlight war irgendwie immer, auch wenn viel Werbung drin war, egal, aber man hatte was zu gucken. Wisst ihr, was ich meine? Und dieses Jahr ist es wirklich. Ja. So. Komm raus, bitte. Okay. Er möchte nicht raus. Sehr ungewöhnlich, aber ich habe nichts anderes hier liegen. So, und hier ist so eine Vollmilchschokolade mit, ja, so Diamond Look. Wie gesagt, ich kann einfach nicht reinbeißen. Es geht mir einfach nicht gut. Ich hoffe, dass es mir morgen wieder besser geht. Normalerweise habe ich ein sehr, sehr gutes Immunsystem und innerhalb von ein, zwei Tagen knallt mein Körper die Sachen wieder weg. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen aufgebaut, die letzten 3 Tage. Ich pack das mal nach unten hier. Hat sich nur die letzten 2, 3 Tage aufgebaut und ja, mal gucken. Ja, hier war heute Lernstark drin, den werde ich auf jeden Fall trinken, weil das kann mein Immunsystem gebrauchen. Wir machen weiter mit Tante Plotter. Ich behalte diese Reihenfolge einfach bei und so bleibt das Spannendste auch immer bis zum Schluss. Es sei denn, ich vergesse mal wieder die Online-Dinger, aber diesmal habe ich sie schon vorher aufgemacht. Ich habe heute auch ein bisschen länger überlegt, was ich. Man macht jeden Tag das Gleiche, ne? Aber wenn es einem nicht so gut geht, dann muss man wirklich überlegen, hast du jetzt an alles gedacht oder nicht, ne? So. Und ja, ich würde tippen, hier ist heute auch wieder eine Folie drin. Es ist ein ganz flaches. Und das ist es auch. Und zwar so eine wild gemusterte, geblümte. Ich weiß im ersten Moment gerade nicht so richtig, was ich von der halten soll. Die erschlägt mich gerade ein bisschen mit ihren Farben, aber andererseits mag ich ja so bunt und die Farben verlaufen mir auch so ein bisschen Watercolor angetatscht. Also die ist so ein Ding zwischen total scheiße und richtig geil. Kennt ihr das? Okay, und die fühlt sich. Also ich nehme an, das ist eine hier eine Übertragung, also eine Übertragung. Warte. Ich habe es gleich. Also ich würde annehmen, es ist einfach nur so eine Designfolie, aber es wird wohl. Oh, komm bitte dazwischen, Mensch. Ja, löst dich ab, löst dich ab. Ja, genau, der Träger klebt. Habe ich mir aber gedacht, das ist eine Designfolie, also eine Flexfolie sozusagen, aber halt mit einem Design, nicht Unifarben halt, ne? Genau, ja, super. Und das soll ich ja aufheben bis Tag 10. Greife nochmal hinter mich. Hier ist die Tüte mit diesem Täschchen, wo ich dachte, das wäre ein Bilderrahmen. War auch lustig. Und ja, pack das mit dazu. Damit alles in Türchen Nummer 7 bis Tag 10 kommt. Ja, und dann erstmal an die Seite, dass es nicht so knistert. Ja, und dann werde ich euch wieder zeigen. Na, die Kamera braucht irgendwas, ne? Ja, das hilft schon. Okay. Und dann werde ich euch wieder erklären oder in Screenshots zeigen, was am Tag 10 gemacht wurde in dem Video.
Das schmeiße ich jetzt gerade mal hier runter, das hebe ich aber auf. So, bevor ich zu dem hier komme, machen wir natürlich die Online-Dinger. Und als erstes habe ich aufgemacht den von Tante Plotter. Das ist der, vergiss die Welt, atme den Wahnsinn, frisst das Glück. Finde ich ganz okay. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich finde ihn ganz okay. Ich versuche mal, kann ich das höher schieben hier? Nee, geht nicht. Okay, egal. Habe ich das andere höher geschoben? Ich wollte eigentlich das hier verschieben. Na Mensch. Jetzt da. So, jetzt funktioniert's. Genau. Also ich finde ihn okay, er ist nicht schlecht. Der Spruch ist jetzt nicht der Oberhammer, aber es ist okay. So, der zweite ist von Tintenrebell. Und der ist, ja, was soll ich dazu sagen? Er ist halt wieder sehr kindlich, aber irgendwie trotzdem putzig. Also ich könnte mir das vorstellen als Sticker, dass ich mir die als Sticker mache und dann an Kids verschenke. Das finde ich, dafür ist es gut geeignet. Ja, genau, das gefällt mir. Also das würde ich so machen. Und da würden sich die Kiddies von meiner Freundin auch drüber freuen. Alle fünf, also von beiden Freundinnen, die haben insgesamt fünf Kinder. Genau, da würden die sich alle drüber freuen. Gut, das war das. Wie gesagt, es tut mir echt leid. Ich kriege nichts auf die Reihe, egal. Und dabei habe ich euch noch Sachen zurechtgelegt, die ich euch noch zeigen wollte, die ich gestern und so noch gemacht habe. Ich werde versuchen, mich durchzuraffen und es euch noch zu zeigen. Aber jetzt erstmal öffnen wir den Kalender von Miss Fruchteis. Und ich gehe wieder auf die Suche nach der 8. Und ich glaube, die war diesmal wirklich ein bisschen weiter hinten. 18, 3, 8, sage ich doch, die war hinten. So, und dann lesen wir den Bibelspruch. Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Okay, das wird eine sehr schwierige Übersetzung sein. Ich gucke gerade mal in Sprüche 18,24. Für alle, die mal vorhaben, die Bibel anzufangen, empfehle ich euch entweder die Gute Nachricht oder Hoffnung für alle Übersetzung, weil das ist sind einfach zu lesende Übersetzungen. Oder ihr ladet euch diese Bibel-App hier runter. Wenn ich jetzt hier rausgehe, muss ich nochmal zurück. Also ja, seht ihr wahrscheinlich nicht wirklich. So sieht das da aus. Am Anfang, ja, wie dieses Foto da am Anfang war. So sieht diese App aus. Also es ist halt so eine braune Bibel. Und dann habt ihr die Bibel immer online dabei. So, und wir suchen nach Sprüche. Ach Quatsch, falsche Richtung. Ach mein Gott, was ist heute hier los, ey? So, Sprüche 18,24. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. So, das kann man schon viel besser verstehen. Und was bei dieser App ganz cool ist, ihr könnt das so markieren. Und weil mir das jetzt so gut gefällt, sage ich, ich möchte das als Bild teilen. Und dann kann ich mir hier oben entweder so vorgegebene Bilder aussuchen oder ich kann hier mir selber was zusammenbasteln. Aber dieses linke hier, das sieht ja wohl mal mega cool aus. Und das kommt direkt gleich in meinen WhatsApp-Status. Dafür gehe ich aber mal nach hinten, weil sonst seht ihr meine ganzen Kontakte. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Genau, einmal im Status gepostet. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, meine Liebe, für diesen schönen Spruch. Da werden heute auch noch andere mit ermutigt. Sehr schön. So, das Zettelchen packe ich nachher wieder rein. Und wir brauchen heute diesen Tannenbaum. Ja, und das Päckchen habe ich schon ab und an mal beim Umräumen gesehen. Ich stelle euch wieder auf Pause, hole das Paket und dann geht's weiter. So, und hier bin ich mir heute sehr sicher, dass hier ein Stift drin ist. Und ich überlege, was für Stifte ich auf meiner Wunschliste hatte oder ob es einer von ihr ist. Ja, von dem Papier kann ich hier heute sowieso nichts retten. Also reiße ich hier jetzt auch einfach auf. Mache hier jetzt gar nicht lange irgendwas. Oh, wow, ein Lami. Ist das ein Lami-Füller? Also der sieht aus wie meine Lamis, die ich früher in der Schule hatte. Boah, ist der geil. Guckt euch mal die Farben an.
Der war nicht auf meiner Liste, auf jeden Fall nicht, aber der ist Hammer. So, und ach so, ja. Ach, okay, was ist das denn? Guckt mal. So eine Mine habe ich ja noch nie gesehen. Okay, man dreht die. Warum dreht man die? Und da innen drin verändert sich was. Seht ihr das? Erklär mir bitte, diese Mine habe ich noch nie gesehen, noch nie verstanden. Also, die kenne ich nicht. Anscheinend, ach, man schraubt das hier hinten und dann hat sie keinen Kontakt. Und wenn man es nach vorne schraubt, dann hat es. Oder ist das jetzt einfach nur zum. Ich glaube, da ist gar keine Farbe drin, oder? Das ist nur. Ach, das ist nur so eingesetzt. Nur damit es so aussieht. Ich habe aber Patronen. Ich weiß nur nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich hier die Pelikan-Dinger. Ich schau mal, aber die müssten ja eigentlich passen. Ups, ja, alle wollte ich jetzt nicht haben. Ich habe auch eigentlich irgendwo bunte. Also eine andere Farbe. Ich gucke nochmal ganz kurz. Aber die werde ich jetzt. Nee, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber eigentlich hatte ich mir auch mal pinke gekauft. So. Da müssen zwei rein, damit es funktioniert, bestimmt. Ja, wenn man so lange nicht mehr in der Schule war, dann vergisst man das, ne? So, jetzt dürfte es offen sein und jetzt mache ich das immer so, wenn ich den das erste Mal benutze. Dann nehme ich mir die Patrone und die ist noch gar nicht offen. Oder muss man die vielleicht mit dem Ding hier auf machen? Nee. Aber guckt mal, das hat hier auch eine viel größere Öffnung als der. Also der hier, seht ihr das? Muss ich mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also der sieht mega, mega cool aus, aber ich befürchte, dass ich dafür Patronen habe, brauche, die ich nicht kenne. Und da hier kein Name draufsteht von diesem Füller, habe ich jetzt keine Ahnung. Wie hier. Oder ist das eine. Das ist doch keine Patrone. Das sieht aber aus wie eine Patrone. Guck mal. Aber da hat man doch vorne nichts gesehen, dass da irgendwie Farbe. Nee, das ist nur ein Plastikteil, was sich da hin und her bewegt. Da ist keine Farbe drin. Das ist nur ein Plastikgewinde. Okay, meine Liebe, also, du musst mir bitte erzählen, was für eine Marke das ist, damit ich mir dafür Patronen kaufen kann. Ja, von der Farbe ist der natürlich, das weißt du ja, da brauche ich überhaupt nichts sagen. Das ist ja absolut meins. Das ist der Oberburner. Ich kann jetzt leider nur nicht testen, wie er schreibt, weil ich nicht weiß, was da für eine Patrone reinkommt. Wenn du das weißt, dann sei so lieb und sag mir das mal. Also entweder schreibst du mir privat oder denkst so, jetzt fange ich auch noch an zu schwitzen. Seht ihr? Also irgendwie ist heute echt der Wurm drin. Ich zeige euch aber jetzt trotzdem noch, was ich gestern gemacht habe, weil ich finde es jetzt einfach zu schade. Also ich habe gestern mal wieder mein Jellyplate-Papier hervorgekramt und ja, ich bin gerade am Aussortieren und gestern kriege ich einen Hau weg und mache eine Riesenbestellung bei Bastelwelt Chovis und habe mir unter anderem eine Jellyplate bestellt. Also wenn die Sachen dann da sind, dann zeige ich es euch, weil ich habe gestern ich habe beim Aufräumen und Reduzieren. Ich habe auch gestern noch ein Video gemacht, wo ich mal meine Bänder so ein bisschen sortiert habe. Einfach ist wenigstens schon mal ein bisschen in Ordnung. Yippie. Eins von, weiß ich nicht, von zu vielen. Und dann wollte ich mal ein bisschen was durchgucken bei Papier und Folien und so einem Krempel. Und da fällt mir auf einmal mein Jellyplate-Papier in die Hand. Und es war um mich geschehen. Und meine alte Jellyplate, die ich mir selbst gemacht habe, die vergammeln halt nach einer Zeit. Und das wusste ich aber auch nicht. Ich hatte Miss Fruchteis vor ziemlich langer Zeit in einer Tauschpost mal eine geschickt. Und sie hat dann auch irgendwann gesagt, die ist vergammelt. Und ich habe nach meiner ewig nicht geguckt. Und die war Gott sei Dank ja auch in so einer richtig gut verschlossenen Zipptüte. Und die ist halt ja, auch irgendwann vergammelt. Und da habe ich auch irgendwann weggeschmissen. Genau so. Und dann auf jeden Fall ist mir dieses Papier in die Hand gefallen. Dann habe ich mir hier diese
diese Schachtel hier gebastelt. Ja, einfach nur eine normale Schachtel mit einem Magnetverschluss, weil, ja, zack, genau. Genau. Das Papier fand ich so cool. Und da habe ich gedacht, nee, bevor das nur rumliegt, da baust du dir jetzt schnell was draus und hatte da Lust, eine Packung draus zu basteln. Warum auch immer. So, dann habe ich ja Geschenkpapier von Miss Fruchteis aufgehoben. Und ich zeige euch mal, ich muss mal anders rum anfangen. So, das war die erste. Die gefällt mir nicht so mega. Die ist ganz okay, aber jetzt nicht so mega drin, steht natürlich nichts, ist ja neu. Genau. Und da habe ich hier so ein paar von diesen Glitzer Blue Dots drauf gemacht. Jo, dann habe ich als nächstes diese Karte hier gemacht. Die finde ich auch ganz okay, aber ja, jetzt auch nicht so mega. Aber ich finde es eigentlich ganz süß mit diesen Elementen. Und hier habe ich dann so ein bisschen so tannenbaummäßig angehaucht. Achso, und hier ist Glitzer. Am Rand, da habe ich mit dem, wo ist er, da, mit dem Glue Pen, mit so einem Glue Pen. Den habe ich mal aus dem Bastelladen bei uns, glaube ich, hier gekauft. Ja, bin ich da dran lang gegangen und habe da eben das Glitzer drauf gemacht und auch auf diesen Baum. ja, und diesen Hirsch mit diesem mega schönen Geweih fand ich eigentlich cool und den Vogel auch. Meine Schrift gefällt mir nicht so gut, aber der Spruch an sich gefällt mir schon gut, weil ich finde, es passt auch total in diese Zeit. Also ein frühes Fest, frohes Fest, auch in stürmischen Zeiten. Und hier habe ich auch das so ein bisschen verwischt, damit das auch so stürmisch aussieht. Also das war halt schon mein Plan, diesen Text da drauf zu bringen. Also das finde ich schon ganz okay. So, und dann habe ich hier noch eins mit dem gleichen, von dem gleichen Papier. Das ist alles das gleiche Papier gewesen. Und habe mir hier einfach nur so ein Glöckchen und so einen Schlitten ausgeschnitten, der da den Abhang runter segelt und jeden Moment in so einen riesen Schneehaufen donnert. Und auch da habe ich mit Glitzer, also die eigentlich die, glaube ich, genau die gleiche Technik, auch wieder mit diesem Zeug hier. Das kriegt ihr übrigens bei Bastelwelt Chovis, da habe ich es nämlich gestern entdeckt. Also habe ich das wahrscheinlich auch mal von dort bestellt, also ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich dachte, es wäre von Stampin' Up, weil ich von Stampin' Up auch mal so ein Glitzerzeug hatte, aber ja, weiß ich nicht mehr. Genau. Ich habe es aber auf jeden Fall bei Bastelwelt Chovis gesehen, da bekommt ihr es. Und damit habe ich halt diese Spritzer gemacht. Ihr seht das leider nicht so gut in der Kamera, aber das ist so Perlmut. Achso, und hier hatte ich vorher mit Embossing, das seht ihr wahrscheinlich auch fast gar nicht. Ich dachte, es wäre weiß, damit wollte ich nämlich eigentlich die Schneeflocken machen und habe so ein paar mit dem Versamark Stift so ein paar Punkte gemacht und bin dann mit diesem Power Puder drüber und das war dann klar. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe einfach nur weißes Puder gesehen, geschnappt und ja, ich habe gar keins. Aber ich habe mir bei Miss Fruchteis, ich hatte ihr ja Päckchen geschickt. Sie hatte gestern wieder zwei Videos hochgeladen, wo sie meine Sachen ausgepackt hat. Wie gesagt, ich bin ja hier eigentlich am Aussortieren und möchte eigentlich loswerden. Aber ja, manchmal ist es so, ne? Dann kommt der Hau weg und dann ist es um ein Geschehen und auf einmal ist der Einkaufswagen voll und du weißt gar nicht, wo kommt das jetzt alles her? Wollte ich das wirklich alles haben? Genau, naja, so war es halt. Ja, so das war gestern und dann habe ich gestern beim Papier was entdeckt, was mich schon seit Ewigkeiten mega nervt und zwar dieses Papier hier vom Action. Watercolor-Papier ist aber von der Qualität her nicht so doll. Und das hat mich so geärgert, dieses Papier. Es ärgert mich schon seit längerem. Und da habe ich gestern gedacht, so jetzt ist Feierabend. Du machst jetzt irgendwas mit diesem Papier. Und dann habe ich die Stifte, die ich den einen Tag von Miss Fruchteis ausprobiert, also bekommen habe im Kalender, die habe ich ein bisschen ausprobiert bei dem ganz letzten Papier. Dann habe ich die Distress Oxides benutzt. Ich habe meine Auffüller von Stampin' Up benutzt. Und wahllos auch ein paar Stempelkissen. Und zwar habe ich einfach nur die Stempelkissen, ach, das sind wieder die neuen, die kriege ich immer nicht so, aber geht nicht so gut auf, einfach genommen, ineinander geschoben und dann einfach so ein bisschen drauf gemacht, Wasser drauf gesprüht und fertig. Ja, und meine Ergebnisse zeige ich euch jetzt gleich. Ja, das war das eine, da habe ich so ein bisschen Regenbogen, das ist jetzt alles Action, ach Mensch.
Stampin' Up, das sind alles Stampin' Up Farben. Ja, also Stempelkissen. Da habe ich halt die Stempelkissen genommen, drauf gebatscht, Wasser drauf gesprüht, Blatt drauf, fertig. Ja, und dann gibt es halt immer ein zweites dazu, weil ja immer noch Restfarbe ist. Genau. Das sind auch nur zwei Farben, und zwar ja eigentlich meine Lieblingsfarben. Das ist Aquamarin. Und ach nee, Quatsch. Ach, was erzähle ich da? Ist überhaupt nicht wahr. Das sind Distress Inks, Oxides, und zwar die Stempelkissen. Aber da habe ich das auch mit den Kissen gemacht, und das sind tatsächlich meine beiden Lieblingsfarben. Und die habe ich auch einfach, seht ihr auch hier noch, einfach genommen, bup, 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 drauf gedrückt, Papier, also Wasser drauf, und dann fertig. Gut, so, und der Rest davon ist das. Finde ich auch immer ganz schön. So diese Restpapiere dann. Die Lampe noch ein bisschen. Bringt nicht so viel, ne? Ja, finde ich auch ganz cool. Jetzt kommt gleich eins, das wird Miss Fruchteis bestimmt gerne mögen. Und zwar blau, grün, gelb, weil sie mag grün sehr gern. Und ja, ich fand das aber auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und da habe ich dummerweise mit dem Moosgrün von Stampin' Up, habe ich direkt aufs Papier und habe nicht auf die Folie. Also da war ich irgendwie, keine Ahnung, neben der Spur und drücke da drauf und denke, oh, das war ja das Papier, das war ja gar nicht die Folie, aber irgendwie finde ich es cool. Also es hat was so, ne? Und wie ihr seht, ist auch in diesem Stempelkissen nicht mehr so viel Farbe drin. Ich muss mir unbedingt Nachfüller bestellen. Ich habe auch nicht so dolle aufgedrückt, nur ganz vorsichtig, aber der sieht mir doch schon sehr leer aus. Ja, das ist dann der Rest davon. Das gefällt mir wieder besser. Also, Maus, wenn du das haben möchtest, ich trete dir das gerne ab. Das ist der Rest davon. Das gefällt mir tatsächlich sogar besser, und das behalte ich auch. Ja, hier war, glaube ich, ach, hier habe ich wieder, doch, hier habe ich Distress Inks, und zwar hier dieses Broken Shiner. Gemischt mit Mango Gelb von Stampin' Up und noch irgendwas von Stampin' Up. Ja, ich glaube hier dieses Blau. Welches Blau ist das? Jeansblau. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, also diese Farben. Nee, oder ich habe nur, ich glaube, ich habe nur das Broken Shiner mit dem Mango-Gelb von Stampin' Up und habe dann das so ein bisschen ineinander gewischt, dass es halt auch grün wird. Genau sowas. Ach so, ja, da wollte ich was vorher zu erzählen, und ach, jetzt habe ich es einfach vorher geblättert, aber seht das mal an, sieht das nicht sowas von cool aus? Und hier habe ich verschiedene Farben von die Oxides, also eigentlich die einzigen drei, die ich habe zum Auffüllen, nämlich Lucky Cover, Broken China und Fossilet Amber. Die drei sind da drin. Und dann sind aber auch noch diverse Farben von, ja, zum Beispiel ist dabei, komm bitte raus, Zarte Pflaume, gar nicht wahr. Es war, glaube ich, Pink, ich glaube, es war Flamingo-Rot, genau, Flamingo. Flamingo ist da noch mit drin, doch, das ist auch mit drin, oder das. Ich glaube eher das. Ja, Sommerbeere. Genau, Sommerbeere war mit drin. Nicht Zarte Pflaume. Ja, und Flamingo-Rot. Ja, und dadurch, und dann habe ich ziemlich viel Wasser drauf gemacht und hatte halt ganz am Schluss, kam mir dann noch die Idee, ach, du machst noch ein bisschen Petrol auch noch mit dran. Das sieht noch geil aus. Und habe dann noch von diesem Petrol, heißt es auch tatsächlich, genau, zwei Tropfen drauf gemacht. Ja, und dann hat sich dieser Atompilz mit einem Gesicht ergeben. Oder es könnte auch eine Qualle sein. Also ich finde es mega geil. Also das Papier gebe ich auch nicht her. Vielleicht packe ich mir das sogar in einen Bilderrahmen und hänge es mir an die Wand, weil ich finde es voll cool. Ja, und das ist der Rest davon. Da werde ich auf jeden Fall was draus machen. Finde ich aber auch ziemlich geil. Sieht aus wie eine Muschel. So ein bisschen wie so eine Jakobsmuschel. Ja, auch voll schön durch dieses, was noch über war, so dieses Gesprenkelte. Also ziemlich geil. Ja, das waren so die Papiere, die ich gestern aus meinem unbeliebten Papier gemacht habe. So, ihr Lieben, und ich werde mich jetzt direkt verabschieden.
Ich muss ja jetzt das Video auch noch kurz schneiden und dann hochladen und also rendern, bei YouTube hochladen. Das dauert alles mindestens noch eine Stunde, auch wenn es nur ein kurzes Video ist. Genau, und dann werde ich mich auf jeden Fall wieder hinlegen, weil mein Kopf explodiert gleich. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch aber auf jeden Fall einen schönen, schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.